stark sein, du musst. Du hast den Saft in dir. Ich habe den Ring nur aus einem Kaugummiautomaten. Moinsen. Montag, der 14. Oktober. Jetzt habe ich mir gerade ins Auge gefasst. Und bei den Kommentaren unter dem letzten Video hatte einer gesagt, du fährst dir immer ins Auge. Ja. Bin ein bisschen müde, so zwischendurch mal. Jetzt haben wir es 10 vor 1. Der Kartoffelroder ist gleich da beim nächsten Schlag. Ein großer Schlag noch, der raus muss. Wir haben noch einen kleinen hinten. Aber das ist kein halber Tag, der andere. Also hier soll es jetzt weitergehen, wo ich jetzt hinfahre. Zusehen, dass wir was rauskriegen. Heute ist Bombenwetter im Vergleich zu den letzten 2, 3, 4 Wochen. Keine Ahnung. Und morgen ist auch noch mal gutes Wetter angesagt. Mal sehen. Ich weiß nicht, wie er morgen jetzt Zeit hat oder auch nicht. Das schnacken wir nachher ab. Auf jeden Fall ist er jetzt heute Nachmittag erstmal hier. Ich habe hier einen Akkuleiner hinter. Der andere ist noch verliehen. Und dann weiß ich gar nicht. Vielleicht kriegen wir dann noch die anderen beiden, die ich letztes Mal auch zugeliehen hatte, auch noch mit dazu. Mal sehen, wie das alles so jetzt passt. Und vor allem, wie viel wir auch schaffen da an dem Schlag. Was wollte ich noch sagen? Ja, heute Vormittag hatte ich die Kamera nicht an, wie ihr gemerkt habt, weil ja jetzt schon Nachmittag ist. Ist nicht sonderlich viel passiert. Mein Vater hat mit Lukas diesen Wagen hier noch abgeladen, und zwar im Schuppen, nicht an dem Haufen an der Halle. Da haben wir auch Lüftungskanäle drunter, die sollen ein bisschen länger liegen, dass wir da Luft durchjagen können zum Abtrocknen der Kartoffeln. Und da kommen die nächsten jetzt auch hin, bis voll ist, und dann sehen wir weiter. Ja, da hatten auch noch viele gesagt, kann man das so machen mit den Kartoffeln, die jetzt nicht unter dem Dach liegen, die ich im letzten Video gezeigt hatte. Ja, kann man machen, aber nicht für lange Zeit natürlich. Ne? Also die jetzt nicht unter Dachfläche sind, die gehen als erstes natürlich weg. Wir liefern ja jede Woche kontinuierlich dahin, sodass wir die dann relativ zeitnah auch wegkriegen. Und der Rest, da müssen wir dann sehen. Die haben schon verlautbaren lassen, dass die Kampagne dieses Jahr in Wietzendorf auf jeden Fall noch in die dritte Januarwoche reinreichen soll. Und das ist schon lang. Und das ist schon echt hart Winter wahrscheinlich, wenn es den Winter gibt. Notfalls müssen wir ein bisschen mit Stroh arbeiten, also mit Stroh zudecken oder nochmal einen Rückenfließ dazu. Mal gucken, ein Fließ wäre eigentlich schöner. Aber irgendwie so müssen wir es auch ein bisschen gegen Frost schützen, wenn das so tatsächlich so kommt. Aber das sehen wir dann. Wenn alle Stricke reißen, können wir noch ein bisschen was in der Halle bringen. Lose. Das ist jetzt nicht so schön. Möchte ich nicht unbedingt, aber wenn es gar nicht anders geht, geht das schon irgendwie. So, hier fahren wir jetzt zum Schlag. Da sind wir auch schon einmal gewesen. Ein paar Reihen vom Vorgewinde rausgenommen. Da weiß ich aber nicht, ob ich da die Kamera an hatte. Ich glaube nicht. Bin mir jetzt nicht so sicher. Naja, wir werden sehen. So, und dann kamen noch Kommentare. Langweilig. Ja, ich habe es euch gesagt, wir sind in der Kartoffelernte, das ist die Landwirtschaft und so ist die Arbeit. Ne? Und wenn es euch zu langweilig ist, dann klickt woanders hin. Das ist überhaupt kein Thema. Kann ich nicht ändern. Das hier ist ein Vlog. Ein Vlog ist, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, man erzählt, was man macht, und man zeigt, was man macht. Ne? Quasi ein Videotag, mehr oder weniger. Da gibt es aber immer wieder Kommentare, die meinen, das wäre scheiße und so. Ja, mein Gott. Dann müsst ihr euch irgendwie bei YouPorn anmelden oder so. Keine Ahnung. So. Er ist noch nicht da. Hier sind noch ein paar Reihen drin. Warte mal, wie rum muss ich ihn jetzt? Ja, ich fahre jetzt quer an die Außen, an die inneren Reihen. Dass wir erstmal hier vorne das Vorgewinde, den Rest, die paar Reihen noch rauskriegen. Und dann können die nächsten Wagen hier an der Seite stehen, so wie wir das sonst auch immer machen. Genau. So. Darum von dieser Seite, das passt mit der Plane. So, hier haben wir die raus. Ja, diese ist raus, das ist gut. So, das ist ein langes Ende hier. Und ich hoffe, dass hier jetzt nicht so viel abzukrabbeln ist.
weil ich alleine absuchen muss. Radio aus, weil ich alleine absuchen muss. Schauen wir mal. So. Wie spät ist es jetzt? 8 Minuten vor. Dann mache ich noch eben kurz ein bisschen Pause auf der Stelle. Später. Hui, mir ist noch was eingefallen. Und zwar Agritechniker. Da haben ja auch schon ganz schön viele nachgefragt, wann, ob ich da hinfahre und wenn ja, wann. Ich habe das jetzt so geplant, dass ich am 14. dahin möchte. Das ist der Donnerstag. Es ist nicht 100% in Stein gemeißelt, weil ich noch nicht weiß, Stichwort Rüpers 2020, wie das arbeitsmäßig funktioniert. Aber ich habe das so erstmal jetzt eingeplant, den Donnerstag. Ja, filmen darf ich da, Akkreditierung habe ich. Von daher ist das kein Problem. Wie ich hinfahren werde, weiß ich noch nicht. Letztes Jahr mit Eurotier habe ich mir ein bisschen über den Zug geärgert. Vielleicht fahre ich diesmal doch mit dem PKW, das weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall ist das fest eingeplant, wenn nichts dazwischen kommt, 14. und dann von morgens bis abends. Ne? Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr Bock habt auf ein kleines kurzes Treffen oder so oder mal eben Klönschnack. Vielleicht findet man ja dann irgendwie eine Möglichkeit, irgendeinen Punkt, wo man sich mal treffen könnte oder so. Das können wir dann sehen. Aber da werde ich dann, wenn es denn soweit ist, auf jeden Fall über Instagram immer noch mal eben Bescheid sagen, wo ich langlaufe und was ich mir angucken will und so. Das wollte ich jetzt nur mal eben gesagt haben, bevor ich das nachher irgendwie vergesse und das wieder in Vergessenheit gerät. So, das wäre blöd. Also später. Herrlich, diese Ruhe. Oh, so, Kartoffeln ist ja Schluss für heute. Jetzt geht's nach Hause. Oh, gucken, wie weit da alles ist. Und in der Schicht. Wie man sieht, sieht man nichts. Ein bisschen mehr Licht kann ich ja machen. Ne? Stufe 1, Allrad. Im Stall habe ich soweit jetzt alles durch. Und jetzt hole ich noch die beiden letzten Wagen nach Hause. Da ist noch der Muldenkipper. Und dahinter der Mengele 8-Tonner. Die wir als Reserve hier hatten. Der Muldenkipper ist auch noch voll geworden. Leidlich voll. Also, naja, aber besser als nichts. Und dann geht das hier wohl Mittwoch weiter. Mittwochnachmittag. Zumindest sieht es im Moment danach aus. Schade, morgen ist noch mal Sonne angesagt. Aber gut, dann können wir ja vielleicht das Flügel noch fertig bekommen. Dass der Roggen meine Erde kommt. Ne? Also muss ja so oder so alles, finde ich. Das hilft ja nichts. Und im Regenboden sind wir ja schon gewohnt. Das können wir ja. So. Sollte das jetzt zufällig passen, wäre ich dankbar. Oh, ist das ein Träumchen.
Licht geht, Blinker geht. Ab nach Hause, es geht. Stark sein, du musst. Du hast den Saft in dir. Ich habe den Ring nur aus einem Kaugummiautomaten. Yoda, hast du recht. So, die Fahrt durchs Dunkle erspare ich euch. Bis morgen. Hui, moinsen. Heute ist Dienstag, der 15. Oktober. Genau eine Woche vor der großen Demonstration. Dazu ganz kurz nur eben noch was. Ich bin hier gerade am Kartoffelaufladen, wie man vielleicht gesehen hat. Ich werde jetzt anders als ursprünglich geplant doch nicht nach Bonn fahren, sondern mich hier regional mit einsetzen. Ich halte das für sinnvoller und abgesehen von der Sinnhaftigkeit auch für einfacher zu organisieren hier am Betrieb. Ist einfach so. Und ich finde, denke auch, dass, weil hier sind gute Aktionen geplant im Landkreis Rothenburg-Verden, dass es das auf jeden Fall wert ist, das zu unterstützen. Und es ist auch gut ist, wenn in möglichst vielen Landkreisen parallel Aktionen stattfinden. So, das dazu. Dann hatte jemand kommentiert, ob das denn so ginge mit den Kartoffellagern. Ich hatte da, glaube ich, auch schon mal was zu gesagt. Also, ich lade jetzt hier gerade von der Seite weg. Das sind immer die Ersten, die wegkommen. Das sind immer die Ersten, die nach Wietzendorf gefahren werden. Und wenn es richtig Schmierwetter ist, dann liegen hier unter dem Dach liegen noch welche. Hier im Freien, im Idealfall nicht. Und hinten im Schuppen, das zeige ich euch noch, da sind jetzt auch schon ein paar Wagen reingekommen. Heute roden wir nicht, das hatte ich gestern ja auch schon erzählt. Leider nicht, obwohl heute echt Bombenwetter dafür wäre. Aber wir bekommen den Roder heute nicht, andere wollen auch mal roden. Ist auch okay. Im Regenroden haben wir ja nur schon ein paar Mal geübt, das kriegen wir ja auch hin. Und das wird dann morgen Nachmittag wieder der Fall sein. Morgen Nachmittag werden wir roden. Heute bin ich jetzt im Moment hier am Aufladen. Im Moment ist mein Vater beim Pflügen Roggenland fertig machen, so viel wie irgendwie geht. Ich habe für heute Nachmittag eine Drille bestellt, dass wir zumindest den vermeintlich nassesten Schlag schon mal gedrillt bekommen. Der wird irgendwann bei zwischen 15 und 16 Uhr höchstwahrscheinlich kommen. Ich habe die Akkus der Drohne, ich sage jetzt einfach Drohne, fertig. Die Akkus der Drohne habe ich eingesteckt zum Aufladen, wenn das irgendwie passt. Sowohl vom Wetter als auch zeitlich, dann werde ich da mal drüber fliegen. Aber ich weiß jetzt noch nicht, ob das jetzt so. Hätte ich wohl Bock drauf, ne? Aber mal gucken, wie es so funktioniert. Vielleicht kriege ich ja auch eine Unterstützung. Aber da zähle ich jetzt noch nichts zu. Das sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. So. Ich lade jetzt den Wagen hier voll. Der zweite ist noch beim Nachbarn. Den hatte er sich gestern ausgeliehen. Gestern Abend haben die nämlich noch weiter gerodet, nachdem wir aufgehört haben. Und wenn der da ist, muss der dann auch noch aufgeladen werden. Weil ich meine, heute Nachmittag ist Termin Wietzendorf. Da kann mein Vater dann hinfahren und ich werde dann, zumindest ist so der Plan, erstmal noch weiter fliegen, je nachdem, wie weit das mit dem Fliegen dann gedient ist. Vorgewende muss dann auch noch gegrubbert werden, da wo er drillen kann. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich werde, fällt mir gerade noch ein, demnächst nochmal, irgendwie diese Woche hatte ich. Muss ich mal gucken, hätte ich da schon, würde sich das glaube ich lohnen, noch mal ein kleines Update von unserer Baustelle. Denn obwohl wir ja auf dem Feld Vollgas zu tun haben, ging es da weiter. Der Fußbodenleger, der war gestern da, hat den Fußboden vorbereitet, also gespachtelt nochmal. Und morgen kommt er und verlegt den Fußboden und übermorgen dürfen wir da drauf. Und spätestens dann werde ich nochmal, denke ich mal, nochmal die Kamera anschmeißen, weil dann ist auch echt was zu sehen. Also kann man den Fortschritt schon mal zeigen. Speziell die Decke finde ich richtig geil geworden, aber das zeige ich euch dann. So, ich lade jetzt weiter auf und dann schnacken wir später. Hui! Moinsen! Wir sind jetzt hier am Schlacht, die bestes Wetter. Wir haben zwar keinen Kartoffelroder am Start, aber wir haben hier die Drille. Erste Schlag Roggen kommt rein, Horschdrille und wir haben so gutes Wetter und ein bisschen Zeit, daher habe ich jetzt auch meine Drohne am Start. Und Unterstützung, wer ist da denn?
Moin, der Peter, Country Life Germany ist am Start. Ja, Moinsen. Einmal Urlaub im Norden und wenn man schon mal hier ist, muss man auch beim Röbers vorbeischauen, oder? So sieht's aus, hervorragend. So, ich will jetzt aber schnell den Kopter an den Start bringen, bevor der hier die langen Enden fertig hat, weil da will ich noch einmal mitfliegen, habe ich so gedacht. Also, bis gleich. Nein, kein Update. So, Kopter ist wieder eingepackt. Ich glaube, da ist ganz, ganz was Nettes dabei. Und Peter ist da hinten noch am Film. Da bin ich mal gespannt, was er von macht in seinem Vlog. Auf jeden Fall lässt er sich gerade ein bisschen einstauben. Aber so soll es sein. Ja, Vorgewende gleich noch. Er ist hier gleich schon durch. Das ging echt schnell. Aber gut, anständige Arbeitsbreite, ne?
Grüß Gott, miteinander. Wir haben Donnerstag, den 16. Donnerstag, der 16. Oktober. Ja, 16. Oktober. Ja, heute Vormittag war Laden angesagt. Und im Gastraum ging es weiter. Da hatte ich auch gesagt, ich will es zeigen, wenn ich es noch schaffe. Laufe heute Abend noch einmal mit der GoPro rein und sonst kommt es in den nächsten Vlog mit. Dann erhalten wir die Spannung noch ein bisschen. Wer bei Instagram guckt, der hatte vielleicht heute was gesehen. Ein kleines bisschen davon. Ja, wir hatten Kartoffelroden angesetzt, aber es hat die ganze Nacht geregnet und den ganzen Vormittag bis heute Mittag hat es geregnet. Jetzt scheint die Sonne und da habe ich jetzt Hoffnung, dass es ein bisschen abtrocknet. Für heute Nachmittag war Roden angesetzt, abgesagt. Ging nicht, also es war echt zu nass. So, jetzt haben wir die Hoffnung, dass es morgen geht. Morgen ist wieder was angesetzt jetzt, dass der Ruder kommt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, Roggen habe ich ja gestern gezeigt. Da ist der eine Schlag ist reingekommen, 5 Hektar, also 4,98, um genau zu sein, sind drin. Fehlen noch 10 Hektar. Da geht aber im Moment auch nichts. Ist noch nicht geflügt, was in dem Fall auch ganz gut ist. Sonst wird es jetzt richtig suppig. Ja, müssen wir gucken, wie das passt. Vierte Schnitt wartet auch immer noch, aber auch dafür ist es zu nass. Also, ja, schauen wir mal. Ich kann ja schon mal auf den Schlepper steigen, den anschmeißen und die Schaufel abbauen. Am 22., das ist ja nächste Woche Dienstag, sind ja die großen Demos. Und da hatte ich ja auch schon erwähnt, dass ich jetzt doch nicht nach Bonn fahren werde, sondern hier regional vor Ort was mitmache. Und das kristallisiert sich jetzt auch raus, dass es echt eine gute Sache ist. Ich werde da auf jeden Fall selbstverständlich die Kamera dabei haben und werde das Ganze ein bisschen mit dokumentieren, was so aus meiner Sicht zu sehen ist natürlich, weil ich kann ja nicht überall sein. Ja, und dann schauen wir mal, wie es ist. Unser Laden wird dazu sein, das hatte ich dann in meinem Video auch erzählt und das ist auch nach wie vor so. Kritik habe ich sehr viel geerntet dafür, aber auch ganz, ganz, ganz viele Hofladenbetreiber, die mir geschrieben haben und gesagt haben, da machen wir mit. Und das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut, denn alles, das ist jeder Baustein ist wichtig, und um das große Ganze irgendwie hinzukriegen. Ob es dann nachher unterm Strich irgendwann irgendwas gebracht hat oder bringen wird, ich weiß es nicht. Aber nichts tun ist viel schlimmer, als was zu versuchen, was nachher vielleicht nicht funktioniert hat. Denn das ist dann mal so. Jo, so, ich muss mal eben die Entriegelung betätigen. Schaufeleben ab, baue mir die Futterzange an und dann werde ich füttern. Heute war noch so ein bisschen, ich zeige euch das eben hier, könnt ihr auch sehen, dass ich das tatsächlich tue. Heute war vorhin Nachmittag, kam noch eine Lieferung, da habe ich mich auch gefreut für den Gastraum. Das zeige ich dann, wenn es soweit ist, ist alles noch in Kartons. Und wir hatten noch kurz Besuch. Und dieser Besuch hat mit Rübers 2020 zu tun. Auch dazu sage ich später was. Boah, so viele Geheimnisse. Mann, Mann, Mann. Warum ich jetzt so komisch sabbel ist, der Grund ist dafür ist, dass ich heute Abend eigentlich das Video schneiden möchte. Und aus dem Grund wollte ich jetzt schon mal Tschüss sagen. Wenn ich noch in den Gastraum reinkomme, falls ich das schaffe, denn da ist auch noch kein elektrisches Licht. Strom zwar ja, aber noch keine Lampe angebaut. Deshalb, wenn es dann schon dunkel ist, dann bringt es nichts, da reinzulaufen und zu filmen. Da sieht man nichts. Dann wird es im nächsten Video kommen. Aber ich würde jetzt schon mal gerne Tschüss sagen wollen.
und mit den Bildern von gestern im Kopf, was ein schönes Wetter wir hatten und die Drillmaschine auf dem Acker, das war herrlich. Das war wirklich schön. Hätten wir gerne jetzt noch ein paar mehr Tage davon, aber naja, man kann nicht alles haben. Ne? Also vielen Dank fürs Gucken. Vielen Dank vorab jetzt schon mal für Reaktionen und wir sehen uns im nächsten Video. One Streif halten, reinhauen, Würsing!